In seiner Graphic Novel Auschwitz will der Künstler Pascal Kroki die Angst und Unruhe der ermordeten Juden auf den Leser übertragen. Die zackigen Textblasen und durchgängigen Großbuchstaben sollen dabei aggressiv und bedrohlich wirken. Die graue Farbgestaltung dient als Zeichen der Authentizität. Trotzdem ist der Münchner Comicforscher Ralf Paland von der Unzulänglichkeit des Mediums überzeugt. Kein Medium ist in der Lage, die Dimension des Holocaust zu vermitteln. Das Leiden auf der einen Seite, die Brutalität und Menschenverachtung auf der anderen Seite, das kann kein Medium. Das heißt, wenn man mit einer solchen Forderung an Comics herantritt, können Comics nur scheitern. Das gilt aber genauso für Film, für Gemälde, für Gedichte, für Romane. Das kann kein Medium vermitteln. Zu Mauses zu sagen, auf der einen Seite, 1990 hatte Art Spiegelman den Max-und-Moritz-Preis in Erlangen bekommen, hat aber auch ja den Pulitzer-Preis unter anderem bekommen, also er hat sozusagen schon den Ritterschlag für diese Comics bekommen. Er ist ja selber jüdischer Zeichner und dokumentiert dort in Comicform das Überleben seines Vaters in Auschwitz und in Dachau. Die Juden werden dargestellt als Mäuse, die Deutschen und die Nationalsozialisten werden dargestellt als Katzen. Also natürlich gehört das auch mit hinein, dass in der Zeit des Nationalsozialismus diese Maus- und Ratten- und Ungeziefer-Metapher verwendet wird für die Darstellung von Juden und für das Reden über jüdische Kultur und so weiter. Allerdings reflektiert Spiegelman das auch ganz stark im Comic, also im zweiten Band wird das auch ganz offengelegt. Spiegelman, er war nicht in Auschwitz, er weiß nicht, wie genau das war mit dem Kamin, der dann rauchte und so weiter. Und das will er dem Leser und der Leserin dadurch vermitteln, indem er sagt, ich schaffe hier Distanz. Ich lasse nicht zu, dass sie glauben, ich erzähle ihnen die Wirklichkeit. Es ist schon in gewissem Maße authentisch. Der Hintergrund, der zeitgeschichtliche Hintergrund stimmt. Es sind natürlich Biografien, aber es ist natürlich auch eine subjektive Erzählung. Aufgrund seines, in Anführungsstrichen, schlechten Rufs in der Comic leider immer noch genießt, wo wir stark dagegen arbeiten möchten, ist natürlich der Vorwurf der Verharmlosung liegt sehr nahe, aufgrund des vermeintlichen Kindermediums und trivialen Mediums. Was diese Ausstellung auch zeigen soll, ist eben, dass das gar nicht der Fall sein muss. Was bei Kroki und Spiegelman noch bejaht werden könnte, wird aber bei anderen Comics fraglich, die das Grauen allzu stümperhaft und kindlich darstellen. Spätestens wenn Konzentrationslager amerikanischen Superhelden als Kulisse dienen, ist die Bagatellisierung des Holocaust kaum noch zu überbieten. Die Verlage müssen sich dem Vorwurf stellen, den Massenmord an den Juden kommerziell ausnutzen zu wollen. Diese Vermutung wird auch im Interview mit Moritz Stetter, der die Graphic Novel Bonhoeffer gezeichnet hat, deutlich. Ja, ich wurde von dem Verlag angefragt und ich hatte keine Ahnung, wer Dietrich Bonhoeffer ist. Habe mich dann kurz eingelesen und habe gemerkt, dass ich damit mit dem Thema was anfangen kann, dass ich mich in diesen Mensch hineinversetzen kann. Ist das Medium Comic in der Lage, sich angemessen dem Thema Holocaust zu widmen? Und stecken hinter den Panels und Sprechblasen mehr als die Profitinteressen der Verlage? Antworten auf diese Fragen muss jeder Interessierte für sich selbst finden. Die Ausstellung Holocaust im Comic ist noch bis Ende Januar 2015 in der Bibliothek der Ruhr-Universität zu besichtigen.